Hallo, mein Name ist Yvonne. Und ich bin Ivo. Ja, ich habe vor 2 Jahren ein Praktikum gemacht in Australien. Ich habe Biologie studiert und hatte zwischendurch noch ein bisschen Zeit und wollte einfach mal was anderes erleben. Da war ich in Canberra und es hat mir so gut gefallen, dass ich eigentlich gar nicht mehr weg wollte. Ich habe dann auch dort erfahren, dass man seinen Doktor da machen kann in Australien, wenn man halt ein Stipendium bekommt für die Zeit. Ja, dann habe ich mit Ivo gesprochen darüber. Und ich war auch schon immer von Australien sehr begeistert und war dann auch Feuer und Flamme dafür, direkt mit Yvonne zusammen hinzugehen, obwohl ich noch nicht da war. Und ich würde ganz gerne mich in Zukunft dort selbstständig machen, wenn wir bleiben dürfen. Ja, ohne ihn wäre ich auch gar nicht gegangen. Jedenfalls habe ich mich halt über die Stipendien informiert und habe mir dort auch einige Institute angeguckt, wo ich mir vorstellen könnte, meinen Doktor zu machen. Ich hatte immer die Krebsforschung so interessiert und gerade das ist ja in Australien sehr, sehr groß. Ja, letztendlich bin ich im Burnett-Institut gelandet in Melbourne. Das gefiel mir auch immer richtig gut. Das Institut an sich hat einen sehr guten Eindruck gemacht und mit der Doktormutter verstehe ich mich hervorragend. Ja, dann als wieder in Deutschland habe ich mich halt über das Stipendium, oder wollte ich mich halt bewerben auf dieses Stipendium. Und das war unheimlich kompliziert, gerade weil ich mich an mehreren Unis bewerben wollte. Und gerade da war ich natürlich besonders froh, im Internet auf das Ranke-Heinemann-Institut gestoßen zu sein, die halt einem diesen Bewerbungen geholfen haben, zum einen beim Ausfüllen, die kannten halt schon den richtigen Ansprechpartner, wo man es hinschicken konnte und auch das ganze Postalische haben sie eigentlich mal abgenommen. Das war auf jeden Fall eine große Hilfe, so auch schwer genug, so schon. Ja, dann hat das auch noch geklappt. Wir haben das Stipendium bekommen, haben wir jetzt Weihnachten erfahren, an der Uni Melbourne, was auch wirklich meine favorisierte Uni war, weil sie einen sehr, sehr guten Ruf auch hat. Und in 2 Wochen kommt jetzt der Container. Wir hoffen natürlich auch länger da zu bleiben, auch gerne noch nach der Doktorzeit, also länger als 3 bis 4 Jahre. Und in 4 Wochen geht auch schon der Flieger. Wir freuen uns auch schon sehr. Und wir sind auch schon bestens vorbereitet. Wir haben einen Boomerang noch aus Australien. Ein bisschen Reiselektüre. Ja. Fachliteratur. Ein Roadsign, das wir dann direkt an unser neues Haus in Australien kleben werden. Erstmal gemietet. Und natürlich Sonnenschutzfaktor 30. Gerade bei meiner Haut, ich werde ja dann sofort irgendwie verbrennen, habe ich die Befürchtung. Was aber auch noch sehr schön ist, es ist ja gerade die WM, erstes Spiel Deutschland-Australien passenderweise. Ist auch noch ganz schön, dass wir die hier auch noch miterleben können, mit unseren Freunden zu feiern und auch mit unser Herz schlägt auch noch für Deutschland. Und auch, dass wir mit unseren Familien feiern können. Ja, apropos mit Familien feiern, vor kurzem haben wir auch noch geheiratet, weil wir das auch gerne noch mit unserer Familie in Portugal verleben wollten. War auch eine sehr schöne, wenn auch stressige Hochzeit. Ja, die sind alle auch schon ganz traurig, das heißt traurig, sie gönnen es auf jeden Fall. Erzählen auch schon immer, dass sie schon anfangen zu sparen und wenn das wirklich so stimmt, wie sie sich alle angekündigt haben, werden wir auf jeden Fall 2 Gästezimmer brauchen. Ja, das war es eigentlich schon. Wenn ihr uns als Videoreporter haben wollt, dann werdet ihr noch viele schöne Videos von uns bekommen, wie wir das Haus suchen, Autos kaufen, das Bett brauchen das Teil natürlich auch immer ganz dringend, wie meine neue Arbeitsstelle laufen wird, wie das mit Ivo Selbstständigkeit laufen wird. Ich hoffe, das wird eigentlich alles ganz gut klappen. Okay, Dankeschön. Tschüss.